Ja, heute mal ein Video zum Thema, was ich schon immer Jazzmusikern an den Kopf knallen wollte. Ich persönlich bin Jazzfan, bin aber auch behindert. Es gibt tatsächlich beides. Und ich fühle mich von den Jazzmusikern diskriminiert. Und da habe ich mir einige Stichpunkte gemacht. Ich werde in diesem Video wohl auch teilweise vorlesen. Und es soll losgehen. Jazzmusiker diskriminieren Behinderte. Ghosting wird von euch betrieben. Die Nichtstudierten sind in euren Augen als Musiker nichts wert. Von Studierenden und Vorstudierenden wird man als Nichtstudierter diskriminiert. Als sei man ein Depp wird man behandelt. E-Mails werden nicht oder blöd beantwortet. Was ich nicht verstehe ist, wenn einer kommt, der etwas extrem Seltenes liebt, was man selbst liebt, ja, dann würde ich doch gucken, dass ich so viel Zeit wie möglich mit diesen Menschen verbringe. Und das verstehe ich nicht, dass man diese Wertschätzung nicht wertschätzt. Ein Vereinsvorsteher wollte mir anscheinend Hausverbot erteilen. Er hat geschrieben oder so ähnlich, bitte Sie von weiteren Besuchen ab. Warum? Was habe ich gemacht? Ich habe eine kritische E-Mail geschickt, in der ich mich beklagte, dass ich als letzter dran kam, beziehungsweise viele vorgelassen wurden. Also es war so, dass ich quasi der erste Einsteiger war, der da war. Und ich durfte eben ganz am Schluss aussingen. Und ich habe ein sozialistisches Jazzclub-Konzept vorgestellt, was gar nicht so abwegig war. Ja, abwegig finde ich sowieso nicht, aber ich hätte da quasi, war da ein guter Gesellschafter, ein bekannter Jazz-Drummer, auch der Meinung ist oder ähnlicher Meinung, und ich habe den zitiert. Ich möchte unten diese, ja, also E-Mails in Klammer zum Teil einfügen. Und vielleicht mache ich auch bei diesem, wenn es um diesen Jazzclub ging, meine E-Mail dazu, dass man das genau sehen kann. Dass es nicht unangebracht war, was ich geschrieben habe. Also man hat dann genau das Schwarz auf Weiß, okay, das hat er geschrieben. Und dann sieht man die Antwort. Ich habe in dieser E-Mail dafür plädiert, dass jeder sich einen Besuch leisten kann. Keiner will mit mir zusammenarbeiten. Ich werde nicht ernst genommen. Der Siegeloch, der hat sich nicht besonders für mich interessiert. Ich habe ihm erzählt, dass ich The Blues and the Abstract Truth habe. Eine Schallplatte, von der er gesprochen hat im Radio. Versetzt euch mal in folgende Lage. Man kommt allein in einen Jazzclub, sitzt 2, 3 Stunden alleine da, die Füße frieren einem ab. Wie ein Bettler muss man ständig fragen, ob man was singen darf, und wird jedes Mal vertröstet. Fertige Bands drängen sich vor. Alle kennen sich. Man ist außen vor. Man hat schon gar keine Lust mehr. Man fühlt sich unsichtbar. Geht 20 Mal aufs Klo und blättert den Stern 20 Mal durch. Als männlicher Sänger ist man
So könnte man vielleicht meinen, eh nur Dreck. In eurer Vorstellung existiert sowas vielleicht nicht. Also ein männlicher Sänger. Ein schlechter Trompeter darf durchspielen und der Sänger in der Vorstellung darf um 11:30 zwei Lieder singen, eins davon ist All of Me, wenn das halbe Publikum schon gegangen ist. Wenn ich Jazz so liebe, verletzt ihr mich mit eurem Verhalten sehr. Das Phänomen meines bisherigen Lebens ist, dass ich, grob gesagt, nur Bekannte hatte, die mit Jazz überhaupt nichts am Hut hatten und ich keinen Jazzmusiker Freundeskreis hatte und auch nicht habe. Vielleicht denkt ihr ein bisschen drüber nach, vielleicht, dass es euch nicht mehr so wichtig ist, ob man studiert hat, dass ihr, was ich ganz wichtig fände, diese Begeisterung, dass ihr von dieser Begeisterung begeistert seid, dass auch Behinderte mitmachen dürfen. Dass man auch neue Gesichter, deren Träger quasi grüßen kann, dass man sich vorstellen kann. Ich schalte wieder aus.